Nachhaltigkeit bedeutet für uns als Bauunternehmen, aber auch für mich als Privatperson, dass ich versuche, darüber nachzudenken, ob es vielleicht für unsere Vorhaben eine nachhaltigere Alternative gibt. Also ein Weg, der umweltfreundlicher ist, weil er zum Beispiel weniger Emissionen verursacht oder weniger Ressourcen in Anspruch nimmt. Höhlenbauunternehmung ist seit über 70 Jahren eine feste Größe in Würzburg und breit aufgestellt. Zu ihrem Leistungsspektrum gehört auch das Bauschuttrecycling mit einer eigenen Anlage, wo das Bauunternehmen bereits seit den 1980er Jahren Recycling-Baustoffe produziert. Für unsere eigenen Bauvorhaben war die Verarbeitung von Bauschutt damals mit langen Transportwegen und damit auch hohen Kosten verbunden. Mit der eigenen Anlage war es für uns einfacher, kostengünstiger und natürlich auch umweltfreundlicher, den Bauschutt zu verarbeiten. Tatsächlich ist Bauschuttrecycling mit aktivem Klima- und Umweltschutz gleichzusetzen, indem Bau- und Abbruchabfälle als Recyclingprodukte wieder in den Stoffkreislauf der Bauwirtschaft zurückgeführt werden. Doch leider gehen hier Theorie und Praxis weit auseinander, denn es fehlen immer noch klare politische Bekenntnisse sowie unbürokratische Lösungen zum Einbau von Recyclingmaterial im Hochbau. Ich muss leider schon sagen, dass bei uns der Absatz des Recyclingmaterials eher zurückgegangen ist. Das heißt, das Material geht bei uns auch nicht schnell genug vom Hof, dass wir neuen Bauschutt annehmen können. Also wir hätten eigentlich viel mehr Kapazitäten, können diese aber nicht ausnutzen, weil das Material einfach noch nicht so gefragt ist. Dabei ist die Zurückhaltung der Auftraggeber schlichtweg unbegründet. Durch Brechen, Sieben, Sichten und Sortieren werden Schadstoffe und ungeeignete Bestandteile aus dem Materialstrom entfernt. Im Ergebnis werden die recycelten Baustoffe streng überwacht, auf Umweltverträglichkeit geprüft und Güte gesichert. Dass es auch beim Einbau des Recyclingmaterials kaum Unterschiede gegenüber Primärbaustoffen gibt, führt die Balthasar Höhn Bauunternehmung regelmäßig an ihren eigenen Bauprojekten vor. So hat das Bauunternehmen zuletzt über 1000 Tonnen Recyclingmaterial als Schottertragschicht beim Neubau eines naheliegenden Bürogebäudes verarbeitet. Derzeit liegen die Haupteinsatzbereiche von Recyclingbaustoffen im Straßen- und Tiefbau. Doch es wäre vor allem im Hochbau viel mehr möglich, gäbe es da nicht noch einige Hürden zu nehmen. Was dem Bauschuttrecycling häufig noch im Weg steht, ist zum einen die Wiederverwendbarkeit der bisher verbauten Materialien. Das heißt, wenn man abbricht, müsste man eigentlich viel sorgfältiger abbrechen. Das heißt, man müsste häufig auch per Hand Materialien voneinander trennen, um die später entsprechend recyceln zu können. Das ist natürlich viel zeitaufwendiger und dadurch auch teurer. Ein gutes Beispiel wäre ein Ziegelstein mit integrierter Dämmung. Das ist auf der einen Seite natürlich schön, dass man Energie einspart, aber hinterher beim Recycling ist es nicht sehr wirtschaftlich für uns, das Ganze wieder voneinander zu trennen. Nun spielen recycelte Bauprodukte bei den umweltpolitischen Zielen eine große Rolle. Kreislaufwirtschaft beim Bauen ist ohne Bauschuttrecycling im großen Stil nicht möglich. Was müsste sich noch ändern, damit das Bauschuttrecycling einen größeren Stellenwert erhält? Wenn man einen möglichst geschlossenen Baustoffkreislauf mit hoher Wiederverwertungsquote erreichen will, wäre es eigentlich schön, wenn man alle Verantwortlichen mit an einen Tisch holt. Das heißt, man müsste bei den Baustoffherstellern anfangen, die schon bei der Entwicklung ihrer Produkte darauf achten müssten, wie man das Ganze später recyceln kann. Auch sollten gerade öffentliche Auftraggeber mit gutem Beispiel vorangehen, Recyclingbaustoffe in Ausschreibungen berücksichtigen und so die Weichen für eine zukünftig höhere Recyclingquote stellen. Denn letztlich wird an Recyclingbaustoffen in der Zukunft kein Weg mehr vorbeiführen.